Willkommen, meine lieben Freunde des Mysteriums, bei einer weiteren Ausgabe der UFO-Akten. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es immer wieder Sichtungen von Zeugen, die Ungewöhnliches sahen. Nicht nur das, sondern einige Fälle beruhen sich sogar auf Begegnungen der dritten Art. Diese werden dann auch an verschiedenen Meldestellen, die sich mit dem UFO-Thema befassen, gemeldet. Somit kann auch durchaus mal vorkommen, dass ein gemeldeter UFO-Vorfall, der schon mal untersucht worden ist, dann einfach mal in Vergessenheit gerät und einfach dann der Öffentlichkeit vorenthalten wurde. Ich möchte euch nun ein paar kurze Fälle vorstellen, die Zeugen wirklich erlebt haben. Man kann auch davon ausgehen, dass all die erlebten Dinge so passiert sind und nicht frei erfunden sind. Nur die Videos, die ich euch zeigen werde, sind selbst von mir erstellt worden. Diese dienen nur zur nachgestellten Szene. In der ersten Sichtungswelle werde ich euch ein paar Fälle vorspielen, die so in den 80er Jahren passiert sind. Und die gewissen Zeugen das auch so erlebt haben dürften. UFO-Vorfall im Jahre 1985 in Chemnitz. Der Zeuge berichtete, dass er um ca. 2 Uhr aufwachte und sah, dass sein Zimmer hell erleuchtet war. Zunächst suchte er nach natürlichen Ursachen, dachte erst, jemand hätte das Licht angeschaltet. Oder es wären Lichtblitze der Straßenbahn zu sehen, die an dem Haus vorbeiführten. Da es aber mitten in der Nacht war, fuhr keine Straßenbahn. Das Zimmer war einfach hell erleuchtet. Das Licht war grellweiß. Außerdem war ein leises Summton und ein leises Knistern zu hören. Das Licht kam aus Richtung des Fensters. Versuche, seine Freundin zu wecken, schlugen aber fehl. Ganz unvermittelt erlosch das Licht aber dann wieder. Am nächsten Morgen, am Frühstückstisch, berichtete der Zeuge der Mutter der Freundin, was er gesehen hatte. Sie bestätigte das Ereignis, da sie helle Lichtkugeln in der Größe eines Fußballes an den Häusern vorbeifliegen sah. Ein weiterer Zeuge bestätigte die Sichtung ebenfalls. Objekt mit Lampen über Willendorf, 1985. Im Mai 1985 trug sich das nächste Ereignis zu. Ein junger Mann aus Willendorf war bis dato immer skeptisch, was UFOs angeht. Aber an diesem Abend änderte sich seine Auffassung grundlegend. Was war passiert? Der junge Mann saß mit seinen Eltern beim Abendessen und sollte Getränke aus dem Kammern holen. Dieser hat ein Dachfenster, durch die etwa Licht gelangte. Da es schon dunkel war und er nach eigenen Angaben zu faul war, um das Licht einzuschalten, sah er kurz aus dem Fenster und entdeckte in etwa einem Kilometer Höhe ein Objekt, aus dessen Unterseite circa 8 helle Lampen nach unten strahlten. Er schätzte den Durchmesser des Objekts auf 600 Meter. Riesiges Objekt Mitte der 80er Jahre. In einem Spätsommer wollte gerade der Beobachter mit seinem Hund Gasse gehen. Es war etwa 23 Uhr und der Sternenhimmel war gut zu sehen. Während der Beobachter tauchte plötzlich ein riesiges, ovales Objekt auf. Es hatte einen äußeren Lichtkreis und auf der Unterseite vorne und hinten runde Lichter. Es bewegte sich geräuschlos langsam vorwärts. Dies in einer Höhe von etwa 100 bis 200 Metern. Leuchtender Punkt am Himmel. Die damals 16-jährige Zeugin beobachtete 1978 den Sternenhimmel in einer warmen Sommernacht. Plötzlich tauchte ein schwach leuchtender weißer Punkt auf, welcher im Zickzack flog und dabei seine Geschwindigkeit veränderte. Die Strecke, die der Punkt im Zickzack zurücklegte, war sehr groß, was laut der Zeugin gegen einen akustischen Effekt spricht. Silvesterufer über Eschborn 1982. Der nächste Fall fand am 31.12.1982 in Eschborn statt. Ein heller Lichtpunkt flog über den Himmel, blieb abrupt stehen, flog dann in eine andere Richtung weiter,
blieb wieder stehen und änderte dann erneut seinen Kurs. Schließlich beschleunigte er in einer unverstellbaren Geschwindigkeit und flog im Winkel von 90 Grad nach Norden. Verharrte dort dann wieder eine Zeit lang, um dann in Richtung Südosten zu schießen. Von hier aus dann nach Südwesten und schließlich in Richtung Osten. Nach weiteren 20 Sekunden schlug er einen Haken und schoss dann in Richtung Nord-Nordosten nach oben in den Weltraum und verschwand. Ja, ihr seht, dass auch UFO-Sichtungen in den 80er Jahren sehr präsent waren, obwohl UFO-Sichtungen für Jahr zu Jahr immer mehr werden. In den kommenden Jahren wurde die Präsenz von unbekannten Flugobjekten immer mehr. Durch die vielen Sichtungsmeldungen kann gut passieren, dass nicht jeder UFO-Vorfall eigentlich der Öffentlichkeit präsentiert werden kann. So wie eben diese Sichtungen aus den 80er Jahren. In den weiteren Ausgaben der UFO-Akte werde ich euch noch aktuelle UFO-Sichtungen präsentieren. Darunter sind auch Fälle Begegnungen mit der dritten Art. Und ich hoffe, ihr lieben Mystery-Freunde, dass wir uns auch wieder nächste Woche hören. Bis dann und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Erdlinge, bis zum nächsten Mal. Ganz unvermittelt erlosch das Licht aber dann wieder. Am nächsten Morgen, am Frühstückstisch, berichtete der Zeuge der Mutter der Freundin, was er gesehen hatte. Sie bestätigte das Ereignis, dass sie helle Lichtkugeln in der Größe eines Fußballes an den Häusern vorbeifliegen sah. Ein weiterer Zeuge bestätigte die Sichtung ebenfalls. Objekt mit Lampen über Willendorf, 1985. Im Mai 1985 trug sich das nächste Ereignis zu. Ein junger Mann aus Willendorf war bis dato immer skeptisch, was UFOs angeht. Aber an diesem Abend änderte sich seine Auffassung grundlegend. Was war passiert? Der junge Mann saß mit seinen Eltern beim Abendessen und sollte Getränke aus dem Kammern holen. Dieser hatte ein Dachfenster, durch die etwa Licht gelangte. Da es schon dunkel war und er nach eigenen Angaben zu faul war, um das Licht einzuschalten, sah er kurz aus dem Fenster und entdeckte in etwa einem Kilometer Höhe ein Objekt. Aus dessen Unterseite circa 8 helle Lampen nach unten strahlten, er schätzte den Durchmesser des Objekts auf 600 Meter. Riesiges Objekt, Mitte der 80er Jahre. In einem Spätsommer wollte gerade der Beobachter mit seinem Hund Gasse gehen. Es war etwa 23 Uhr und der Sternenhimmel war gut zu sehen. Während der Beobachter tauchte plötzlich ein riesiges, ovales Objekt auf. Es hatte einen äußeren Lichtkreis und auf der Unterseite vorne und hinten runde Lichter. Es bewegte sich geräuschlos langsam vorwärts, dies in einer Höhe von etwa 100 bis 200 Metern. Leuchtender Punkt am Himmel. Die damals 16-jährige Zeugin beobachtete 1978 den Sternenhimmel in einer warmen Sommernacht. Plötzlich tauchte ein schwach leuchtender weißer Punkt auf, welcher im Zickzack flog und dabei seine Geschwindigkeit veränderte. Die Strecke, die der Punkt im Zickzack zurücklegte, war sehr groß, was laut der Zeugin gegen einen akustischen Effekt spricht. Silvesterufer über Eschborn 1982. Der nächste Fall fand am 31.12.1982 in Eschborn statt. Ein heller Lichtpunkt flog über den Himmel, blieb abrupt stehen, flog dann in eine andere Richtung weiter, blieb wieder stehen und änderte dann erneut seinen Kurs. Schließlich beschleunigte er in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit und flog im Winkel von 90 Grad nach Norden. Verharrte dort dann wieder eine Zeit lang, um dann in Richtung Südosten zu schießen. Von hier aus dann nach Südwesten und schließlich in Richtung Osten. Nach weiteren 20 Sekunden schlug er einen Haken und schoss dann in Richtung Nord.
Willkommen, meine lieben Freunde des Mysteriums, bei einer weiteren Ausgabe der UFO-Akten. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es immer wieder Sichtungen von Zeugen, die Ungewöhnliches sahen. Nicht nur das, sondern einige Fälle beruhen sich sogar auf Begegnungen der dritten Art. Diese werden dann auch an verschiedenen Meldestellen, die sich mit dem UFO-Thema befassen, gemeldet. Somit kann auch durchaus mal vorkommen, dass ein gemeldeter UFO-Vorfall, der schon mal untersucht worden ist, dann einfach mal in Vergessenheit gerät und einfach dann der Öffentlichkeit vorenthalten wurde. Ich möchte euch nun ein paar kurze Fälle vorstellen, die Zeugen wirklich erlebt haben. Man kann auch davon ausgehen, dass all die erlebten Dinge so passiert sind und nicht frei erfunden sind. Nur die Videos, die ich euch zeigen werde, sind selbst von mir erstellt worden. Diese dienen nur zur nachgestellten Szene. In der ersten Sichtungswelle werde ich euch ein paar Fälle vorspielen, die so in den 80er Jahren passiert sind. Und die gewissen Zeugen das auch so erlebt haben dürften. UFO-Vorfall im Jahre 1985 in Chemnitz. Der Zeuge berichtete, dass er um ca. 2 Uhr aufwachte und sah, dass sein Zimmer hell erleuchtet war. Zunächst suchte er nach natürlichen Ursachen, dachte, dass jemand hätte das Licht angeschaltet oder es wären Lichtblitze der Straßenbahn zu sehen, die an dem Haus vorbeiführten. Da es aber mitten in der Nacht war, fuhr keine Straßenbahn. Das Zimmer war einfach hell erleuchtet. Das Licht war grellweiß. Außerdem war ein leises Summton und ein leises Knistern zu hören. Das Licht kam aus Richtung des Fensters. Versuche, seine Freundin zu wecken, schlugen aber fehl. Ganz unvermittelt erlosch das Licht aber dann wieder. Am nächsten Morgen, am Frühstückstisch, berichtete der Zeuge der Mutter der Freundin, was er gesehen hatte. Sie bestätigte das Ereignis, da sie helle Lichtkugeln in der Größe eines Fußballes an den Häusern vorbeifliegen sah. Ein weiterer Zeuge bestätigte die Sichtung ebenfalls. Objekt mit Lampen über Willendorf, 1985. Im Mai 1985 trug sich das nächste Ereignis zu. Ein junger Mann aus Willendorf war bis dato immer skeptisch, was UFOs angeht. Aber an diesem Abend änderte sich seine Auffassung grundlegend. Was war passiert? Der junge Mann saß mit seinen Eltern beim Abendessen und sollte Getränke aus dem Kammern holen. Dieser hatte ein Dachfenster, durch die etwa Licht gelangte. Da es schon dunkel war und er nach eigenen Angaben zu faul war, um das